Hallo, wir Medientechniker begrüßen euch zur 11. Ausgabe von Stumm, dem Magazin der Hochschule Rhein-Main von Studierenden für Studierende. Mein Name ist Stavros. Das Thema dieses Semesters ist der Campus Rüsselsheim 2.0. Bevor wir Medientechniker hier unter den Eichen nach Wiesbaden kommen, verbringen wir ein paar Semester in Rüsselsheim. Der Rüsselsheimer Campus ist ein bisschen weniger bekannt, aber er ist das Zuhause des Fachbereichs Ingenieurwissenschaften. Deshalb haben wir unseren Kommilitonen Jan nach Rüsselsheim geschickt und er wird euch das Gelände ein bisschen näher bringen. Herzlich willkommen an der Hochschule Rhein-Main am Studienstandort Rüsselsheim. Wir führen euch heute durch die Gebäude und einige Räumlichkeiten. Wir fangen an mit der Bibliothek, gehen über A038, den größten Hörsaal des Standorts Rüsselsheim, führen euch durch die Mensa und auch durch die Fachschaftsräume. Ich hoffe, es gefällt euch. Am Standort Rüsselsheim finden sich vor allem aktuelle Literatur zu den Fachgebieten Elektrotechnik, Maschinenbau, Physik, Technik, Umwelttechnik, Wirtschaft und zu vielen verwandten Themengebieten. Neben rund 35.000 gedruckten Büchern können Sie auch auf eine ständig steigende Zahl aktueller E-Books zugreifen. Hinzu kommen Normen und andere technische Vorschriften. Zeitschriften stehen für Sie ebenfalls in gedruckter oder digitaler Form zur Verfügung. Viele Studenten treffen sich abends vor Raum A38 für das vom AStA veranstaltete Kino. Während den Vorlesungen werden sowohl der Projektor als auch die Lautsprecher zur besseren Unterrichtsgestaltung verwendet. Bei dem vom AStA organisierten Kino kommen diese ebenfalls zur Verwendung und bringen eine qualitativ hochwertige Vorführung. Mehr Informationen zum Kino hören wir im folgenden Interview. Wir begrüßen heute Karl. Schönen guten Tag. Karl, du bist hier zuständig für das AStA Kino. Ja, das ist korrekt. Ich leite hier das AStA Studentenkino bzw. Oscar Studentenkino und jetzt seit über einem Jahr. Gab es denn vorher schon ein Kino oder habt ihr das quasi neu erfunden für diese Hochschule? Also es gab schon mal ein Kino, das wurde aber im Zuge von Renovierungsmaßnahmen 2015 stillgelegt. Und jetzt haben wir das halt 2016 wieder mit digitaler Form wieder eröffnet. Mhm. Und ihr nehmt im Raum A038 die Vorführung vor, richtig? Das ist korrekt, ja. Okay. Im A38 haben wir da unsere ganzen Kino-Gadgets. Was nehmt ihr denn für die Vorführung an Preisen? Also normale Studierende zahlen 3 €. Das ist bei uns ganz normal. Mhm. Wir haben noch ein Special und zwar Erstsemesterstudierende. Das heißt, diejenigen, die vielleicht bei uns irgendwann mal anfangen wollen, die kommen kostenfrei rein. Das ist jedoch mit Filmförderanstalten und so weiter abgesprochen, dass wir ein bestimmtes Kontingent haben, dass wir halt eben kostenfrei reinlassen, solange wir halt eben noch genug Leute halt eben kostenpflichtig hineinnehmen. Wir sorgen auch für die Verpflegung an den Abenden. Für gewöhnlich haben wir halt eben Popcorn, Nachos. Mhm. Und weil wir halt eben kein reguläres Kino sind, haben wir halt eben auch Hotdogs bzw. Specials, die je nachdem, was für einen Film wir zeigen, dann halt angeboten werden. Mhm. Gibt es da eine Begrenzung, wie viele Leute zuschauen können insgesamt? Ja, die gibt es. Und zwar haben wir Raumkapazitäten von etwa 200 Plätzen. Natürlich ist der Raum auf 288 Personen ausgelegt. Aber 200 Leute ist halt eben so die ersten, minus die ersten 4, 5 Reihen. Das ist ganz gut so. Mhm. Wo leiht ihr euch denn die Filme aus, die ihr zeigt? Die Filme kriegen wir direkt von den Verleihern. Wir sind ein richtiges Kino, also nicht so, so ein Studentenkino, wo man DVDs zeigt. Mhm. Nee, wir sind ein richtiges Kino und wir stehen in Kontakt mit Warner Brothers, Sony, Disney, Paramount Pictures. Also wir schreiben meistens die Verleiher an, die Disponenten, und die schicken uns dann halt eben eine DCP, also eine Festplatte, wo der Film drauf ist. Ja. Nachdem das Interview mit Karl beendet wurde, sind wir zu unserer nächsten Station unterwegs. Die Räumlichkeiten der Fachschaft stehen unter studentischer Verwaltung.
Auch Arbeitsplätze mitsamt Computern stehen zur Verfügung. Gemütliche Sofas laden zum Ausruhen ein. Die Mensa bietet sowohl Mittagessen als auch Frühstück zu einem fairen Preis. Sie orientiert sich mit ihrem Speiseplan am Studentenwerk Frankfurt. Im Internet kann dieser im Vorhinein eingesehen werden. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Das Team der Scuderia Mensa arbeitet im B-Gebäude an ihrem Rennwagen. Außerdem befinden sich hier Werkstätte für verschiedene Studiengänge, wie zum Beispiel Maschinenbau. Das G-Gebäude ist ein Neubau mit zwei großen Hörsälen, Seminarräumen, Büros und Räumen für studentische Projektarbeiten. Die Kosten für den Neubau beliefen sich auf rund 7 Millionen Euro und wurden aus dem Hochschulpakt 2020 Investprogramm bereitgestellt. Das Niveau der Gebäude am Campus in Rüsselsheim steigt stetig. Noch gibt es einige Dinge zu korrigieren und zu erneuern, doch wir sind zuversichtlich, dass in naher Zukunft weitere Verbesserungen folgen. Dieser Beitrag gab euch einen ersten, groben Überblick über den Campus in Rüsselsheim. Der Campus in Rüsselsheim wurde nicht nur renoviert, sondern sein Studienangebot wurde auch erweitert. Im nächsten Beitrag wird euch Sebastian nun einen Teil des neuen Studienangebots vorstellen. Wir sind hier im G-Gebäude und was es hier Spannendes Neues an Studiengängen gibt, das zeigen wir jetzt. Im Studienbereich Informationstechnologie und Elektrotechnik wurde mit dem Sommersemester 2017 der Studiengang Elektro- und Luftfahrttechnik eingeführt. Um mehr über diesen herauszufinden, haben wir uns mit dem Studiengangsleiter Professor Matthias Harter getroffen. Erstmal ist es ein elektrotechnischer Studiengang, das heißt, alle Studierenden durchlaufen ganz ähnliche Inhalte wie die allgemeinen Elektrotechniker. Wir haben jetzt aber hier 8 Semester insgesamt, um einen Anwendungsbezug herzustellen, in dem Fall am Beispiel der Luftfahrt. Also wo ist die Elektrotechnik in der Luftfahrt überall drin? Man sieht das nicht unbedingt immer. Die Elektrotechnik ist etwas, was immer mehr auch verschwindet aus dem Blickfeld. Ja, es ist überall drin. Die Elektrotechnik ist sozusagen alles und nichts. Eine Besonderheit des Studiengangs, die Neuanschaffung zweier Flugsimulatoren. Ja, die beiden Simulatoren, einen sehen wir hier, sind dafür da, in der Lehre, in den Lehrveranstaltungen Praxisbezug herzustellen. Das heißt, zu zeigen, welche elektronischen Systeme sind in einem großen Flieger, wie hier bei einem A320 vorhanden. Welche Aufgaben erfüllen die in den verschiedenen Flugphasen? Was kann man damit machen? Themen, die in dem neuen Studiengang vorkommen. Und insofern ist das ein Demonstrationsobjekt, um zu zeigen, was gibt es alles, wie funktioniert das und welche Aufgaben erfüllen diese Systeme. Und in dem anderen Simulator lernen die Studierenden dann tatsächlich auch Flugmanöver. Das heißt, sie lernen selber auch fliegen, wie man ein Flugzeug führt, wie man startet, landet und solche Dinge. Neben den Simulatoren haben die Studenten die Möglichkeit, Praxiserfahrung in der hochschuleigenen Cessna 172 zu sammeln. Zudem werden zahlreiche Praktika mit Multikopter und Flugmodellen angeboten. Eine vorherige Pilotenausbildung braucht man für das Studium allerdings nicht. Also die allgemeine Hochschulreife oder die Fachhochschulreife, im Prinzip reicht das. Ist natürlich gut und schön, wenn jemand schon weitere Vorkenntnisse mitbringt, weil an der Stelle haben wir eine Begrenzung auf 20 Studienplätze, sodass wir jetzt nicht garantieren können, dass jeder, der einen Studienplatz möchte, ihn auch bekommt. Das richtet sich natürlich dann nach dem NC-Verfahren, nach der Note, die man hat. Weiter geht es zu den Neuerungen im Studiengang Umwelttechnik. Dazu hat uns Professor Friedhelm Schönfeld einen Einblick in die neuen Studienschwerpunkte gewährt. Ja, Umwelttechnik. Ob das was mit Müll zu tun hat? Ja, natürlich auch. Also Müll ist natürlich nur ein Aspekt in der Umwelttechnik. Aber was gerade in aller Munde, in aller Meere ist, ist ja zum Beispiel der Plastikmüll. Da geht es um Mikroplastik, also wie viel Plastik landet in der Kläranlage, wenn es in der Kläranlage landet, ist noch gut, aber wie viel von dem Plastik wird gar nicht wirklich geklärt, sondern landet dann auch im Wasser und letztendlich in unseren Seen und Flüssen und nachher im Meer. Man ist immer nah an der Technik. Was wir machen, ist analysieren, aufnehmen von Größen oder auch berechnen von Größen. All dazu braucht man so fundiertes Ingenieurrüstzeug. Und warum hier? Naja, weil wir nicht nur rechnen, weil wir auch ganz nah an der Industrie sind, an den Kläranlagen sind, an Mülldeponien sind, wo man dann wirklich die Projekte durchführen kann. Und wir haben uns wirklich bemüht, auch den Studierenden, den verschiedenen Interessen gerecht zu werden.
Man muss sich mit vielen Sachen auskennen. Aber letztendlich muss man auch mal Spezialist sein in einem Gebiet. Und das wären bei uns dann zum Beispiel die Umweltinformationstechnik. Quasi, ich sag mal so, computergestützte Umwelttechnik. Wie kann ich Lärm berechnen, vorhersagen, kartieren und so weiter. Eine zweite Spezialisierung wäre die Verfahrenstechnik. Welche wirklich technologischen Verfahren gibt es, um Abluft zu reinigen, um Wasser zu klären und verschiedene andere toxische Substanzen zu filtern? Und der dritte Schwerpunkt, den man wählen kann, wäre die Ökotoxikologie. Da geht es vor allem um die Auswirkung. Die eine Sache, ich kann ein Umweltgift quantifizieren, die andere Frage ist aber, wie schädlich ist das auf lebende Organismen? Zudem verabschiedet sich der Studiengang Angewandte Mathematik von seinem Standort in Wiesbaden. Denn seit dem Wintersemester 2017-2018 befindet sich diese in Rüsselsheim. Doch was sagen die Studenten zu ihrem neuen Campus? Bisher gestaltet sich der Umzug eigentlich relativ positiv. Man fühlt sich gut aufgehoben hier in Rüsselsheim. Es wird studentisch mehr angeboten. Also mal abgesehen von unterschiedlicher Pendelzeit, finde ich jetzt halt, dass es vom Bezug her zu den Ingenieuren besser geworden ist. Also an der Hochschule in Wiesbaden hatte man halt weniger Studiengänge, mit denen Mathe tatsächlich irgendwie in irgendeiner Form was mehr zu tun haben könnte. Und jetzt ist halt echt der Vorteil, dass wir dann fachübergreifend mehr machen können. Schön zu sehen, dass hier die Studiengänge dauerhaft zu viel im Wandel sind. Denn die Zukunft, die gestalten wir Studenten. Und damit gebe ich zurück ins Studio. Weitere Neuheiten gibt es im Studienbereich Maschinenbau mit Fahrzeugtechnik, virtuelle Produkt- und Prozessentwicklung. Außerdem wird ab dem Sommersemester 2018 die angewandte Physik als neuer Studiengang angeboten. Das war die 11. Ausgabe von Stumm. Danke fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und vielleicht sehen wir uns auf dem Campus wieder.